Hallöchen Leute und willkommen zu einem mal wieder neuen Vlog. Es hat jetzt ein wenig auf sich warten lassen, der neue Vlog. Und irgendwie hatte ich mir das alles auch ganz anders vorgestellt. Nämlich, dass ich ein paar mehr Vlogs mache. Aber ja, diesmal habe ich ja auf Twitter Fragen gestellt, schon vor ungefähr einem Monat. Man sieht hier, dass es vom 11. November ist. Und ja, da habe ich auf Twitter mal ein paar Fragen gestellt, weil ich so ein bisschen FAQ machen wollte, weil ihr habt bestimmt auch ein paar Fragen über das Auslandsjahr und so allgemein das Leben in Japan. Und es sind noch einige Fragen zusammenbekommen und ich werde jetzt einfach mal nach der Reihenfolge hier durchgehen, wie sie mir auf meinem Handy angezeigt werden und einfach mal beantworten. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare dann immer noch Fragen schreiben und so weiter. Vielleicht mache ich ja dann noch ein Video oder ich beantworte sie einfach in den Kommentaren. Und ja, falls ich eure Nicknames oder Namen nicht richtig ausspreche, ja, dann tut es mir sehr leid, weil manchmal ist es echt schwer herauszufinden, wie die Nicknames ausgesprochen werden. Selbst meinen sprechen viele nicht richtig aus. Also, deswegen, es tut mir leid, falls ich da irgendwas Falsches ausspreche. Ja, die erste Frage ist von Xayah, vom lieben Josh. Und er fragt, sind die Japaner wirklich so auf Pünktlichkeit bedacht, wie man es überall hört? Und das ist eine gute Frage. Also, die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht so wirklich tatsächlich. Es gibt wahrscheinlich auch Japaner, die so oder so sind, aber ja, zum Beispiel meine Tutorin ist auch nicht so wirklich auf Pünktlichkeit bedacht, aber wenn sie Japaner mal unpünktlich kommt, dann entschuldigen sie sich tausendmal. Oder wenn irgendwas nicht so klappt, wie sie es gerne hätten, oder wenn irgendwas Kleines nicht so ist, wie, ja, wie es sein soll, dann die Japaner entschuldigen sich sehr, sehr oft. Und aber Pünktlichkeit, ja, selbst die Lehrer vorm Unterricht, wenn wir schon so 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn da sitzen, sagen sie, dass wir sehr schnell da sind. Und sie kommen manchmal auch erst 5 oder manchmal sogar kurz vor knapp in den Unterricht rein, deswegen. So überdacht auf Pünktlichkeit sind sie nicht, aber sie entschuldigen sich, wenn sie nicht pünktlich kommen. Ja, die nächste Frage ist von Pandakt Kakekuma, Bakekuma, das ist sogar ein japanischer Name und ich kann es nicht aussprechen. Aber ja, und er fragt, oder sie fragt, wer auch immer, Japan ist das Land der Geister und mystischen Dinge. Schon was Gruseliges erlebt oder was sind die neuesten Gruselgeschichten und Sagen zurzeit? Das ist die Frage. Und ja, ich weiß nicht, wie viele das von euch kennen, aber Japan hat wirklich so einige sehr gruselige und sehr abgefahrene irgendwie Mythen, Sagen, Geschichten, Märchen und so weiter. Wo ich auch schon einige davon gelesen habe, selbst auch schon in Leipzig. Wir hatten in der Bibliothek so eine Geschichtensammlung, die wir tatsächlich auch hier im Unterricht verwendet haben. Was tatsächlich also sehr lustig war, weil ich schon einige Geschichten daraus kannte. Und ja, einige Geschichten in Japan sind wirklich sehr abgefahren. Also wer sich für sowas interessiert, sowas Mythen, und ich sehe gerade, der Akku ist fast leer. Ich glaube, ich muss gleich meinen Akku wechseln. Aber ja, wer sich für sowas interessiert, da gerne mal so in die japanischen Mythen und Sagen ja, abtauchen. Das sind wirklich einige sehr, sehr crazy davon. Da fragt man sich schon manchmal, was in die Köpfe der Japaner abgeht. Und Japan ist sowieso sehr bekannt für Horrorsachen und so weiter. Deswegen, ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, das ist sehr verankert in der japanischen Kultur. Und ja, also was Neues weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall kenne ich einige von ja, den Mythen und Sagen und kann ich nur weiterempfehlen für jeden, der sich für sowas interessiert. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal kurz den Akku wechseln müssen. So, ich hoffe, die Kamera steht jetzt so da, wie sie vorher war. Nicht, dass das Bild irgendwie verrutscht ist, aber ja, das haben wir abgehakt. Die nächste Frage ist von Max und er fragt, hört man in Japan sehr viele japanische Lieder oder hauptsächlich englische? Hörst du selbst japanische Musik? Also Radio höre ich hier sehr selten, wenn man irgendwie in Läden oder in irgendwelchen Restaurants oder so. Und das ist eher gemischt. Manchmal höre ich englische Lieder, manchmal höre ich auch japanische Lieder. Und selbst japanische Musik hören eher selten tatsächlich. Ich höre manchmal One Ok Rock tatsächlich, aber auch nur ältere Lieder, die man so kennt. Und jetzt verfolge ich die Band jetzt nicht wirklich ja, aktuell. Und ansonsten ja eher Anime-Openings und sowas, was man auch kennt. Aber ansonsten direkt japanische Musik verfolge ich tatsächlich nicht. Ich bin sowieso jemand, der bleibt eher bei seinen alten, oder bleibt eher bei den alten Liedern, die sie so kennt und ja, hört selten irgendwelchen neuen Kram, der jetzt so angesagt ist oder was weiß ich. Deswegen eher nicht. Und Radio ist, glaube ich, eher gemischt hier in Japan. Als nächstes haben wir zwei Fragen von Alaska Safire. Ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus. Die erste ist, gibst du für Lebensmittel etc. in Japan mehr aus als in Deutschland? Ist eine gute Frage. Ich kann es schlecht sagen, weil ich tatsächlich für das Auslandsjahr mehr Geld zur Verfügung habe als in Deutschland, aber tatsächlich auch ein bisschen was spare. Also ich spare tatsächlich um die 200, 300, 400 Euro im Monat tatsächlich. Also kann wirklich sein, dass ich ungefähr gleich ausgebe, weil ich so viel halt BAföG mehr bekomme oder so. Also ich kann es schlecht einschätzen dadurch, dass ich nicht das gleiche Geld zur Verfügung habe wie in Deutschland.
Aber ich denke mal schon, dass es ungefähr gleich ist. Also hier der Supermarkt, in den ich immer einkaufen gehe, ist zwar ein bisschen teurer, aber es kommt ungefähr immer aufs Gleiche hinaus, wenn ich es in Euro umrechne, wie ich auch in Leipzig ausgegeben habe. Da war ich auch das öftere Mal unter der Woche einkaufen. Da kam auch schon sowas wie sich 10 bis 20 Euro immer zusammen. Deswegen, ja, es unterscheidet sich nicht so stark. Halt die Dinge, die man extra kauft, was ich zwar auch in Deutschland gemacht habe, aber dafür geht dann, wenn man mal größere Reisen oder so macht, geht dann doch schon ein bisschen mehr Geld hier drauf. Oder wenn man sich mal irgendwas kauft oder so. Ich habe jetzt ja also japanische Amazon entdeckt. Das ist sehr verlockend, da Dinge zu kaufen. Deswegen. Ja, also für Lebensmittel gebe ich, glaube ich, erstmal nicht so viel Geld extra aus. Obwohl einige Dinge wirklich in Japan teurer sind. Vor allen Dingen halt Obst und Gemüse ist sauteuer. Ich sehe da immer so schöne Erdbeeren, die mich anlachen. Obwohl jetzt auch nicht Erdbeersaison, vielleicht liegt es daran, aber die Erdbeeren sind so teuer. Das ist unglaublich. Oder irgendwie nur so 6 Erdbeeren drin sind und das kostet irgendwie 5 Euro oder so. Japan ist richtig teuer, was Obst und Gemüse angeht. Das ist nicht gut, vor allen Dingen, wenn man irgendwie zwischendurch mal irgendwas doch Gesundes essen möchte. Aber ja, an sich denke ich ja nicht. Und die zweite Frage von ihr war, wie reagieren die Leute dort auf dich? Sind sie offen und heißen dich willkommen oder gingen sie zuerst auf Abstand? So, das war der erste. Das sind drei Unterfragen, sehr viele Fragen. Das Video wird, glaube ich, sehr, sehr lang. Leute reagieren. Ich glaube, es ist eher neugierig, das kann sein. Also man wird schon mit Blicken zugeworfen, weil, sagen wir so, in Japan sind zu 99% nur Japaner, also bis auf die Austauschstudenten habe ich wirklich, oder auf Touristenattraktionen oder so, habe ich wirklich so gut wie nie Ausländer hier rumlaufen sehen. Deswegen, man fällt schon auf, man fällt schon sehr, sehr auf, weil man halt anders aussieht und ja, ich glaube, auf Abstand gehen sie nicht, zumindest habe ich es bisher noch nicht so mitbekommen. Aber viele sind halt neugierig und so, werfen halt neugierige Blicke zu dir und so weiter oder sprechen dich halt an und so weiter. Aber ansonsten, es geht. Das Einzige, man fällt halt auf und man ist halt nicht so wie in Deutschland halt einer unter vielen. sondern hier sticht man wirklich heraus, weil man halt anders ist als alle anderen. Zumindest vom Aussehen her schon. Das war das, wie es hier unterscheidet sich der Alltag zu dem, den man in Deutschland hat. Die Frage habe ich tatsächlich des Öfteren bekommen und tatsächlich gar nicht so sehr, weil hier, ich gehe halt hier auch zur Uni und habe halt meine Stunden, die ich da machen muss und so weiter, sogar, ich glaube, ein bisschen mehr als in Deutschland. Deswegen so und so unterscheidet sich mein Alltag dadurch nicht, dadurch, dass ich halt diesen Rhythmus habe, immer wieder früh aufstehen, zur Uni gehen, wieder nach Hause kommen, froh sein, dass man zu Hause ist und irgendwie Hausaufgaben machen, was weiß ich, Videos gucken und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Und da bin ich manchmal auch froh, am Wochenende wie zum Beispiel jetzt zu Hause zu sein und nichts machen zu müssen, beziehungsweise nicht rausgehen zu wollen oder so. Obwohl ich in Japan bin, sollte man eigentlich ja den Eindruck haben, ja, man will was unternehmen und so weiter, aber dadurch, dass ich ja zur Uni gehen muss und das hier nicht nur ein Larifari-Happy-Ausflug ist, den ich hier machen kann, habe ich da schon eine Verantwortung und muss halt irgendwie Hausaufgaben machen, lernen, das und das schreiben und so weiter. Deswegen, so sehr unterscheidet sich mein Alter gar nicht von Deutschland. Deswegen ist, glaube ich, die Anpassung war auch deswegen nicht so schwer. Einfach weil ich im Prinzip das gleiche hier mache, was ich auch in Leipzig mache. Nur tatsächlich Japanisch ein bisschen intensiver und hier und da noch was anderes. Aber ansonsten unterscheidet sich nicht wirklich. Ja, die letzte Frage ist: Ist es teurer als in Deutschland oder geht es? Ja, das hatte ich ja schon beantwortet. Dass einiges ist teurer, einiges ist auch vielleicht nicht teurer. Und zum Beispiel sowas wie Merchandise, wie man das Pikachu da hinten sieht und zum Beispiel sowas ist halt hier ein bisschen billiger. Einfach weil es nicht importiert werden muss, weil es hier hergestellt wird. Aber ja, einige Sachen sind halt teurer, aber ansonsten ist es eigentlich vergleichbar. Dann fragt die Cabbie bezüglich meines Japanologiestudiums eine Frage. Sie fragt, hast du schon eine Vorstellung, was du nach dem Studium machen willst, beziehungsweise welchen Beruf du einschlägst? Eigentlich nicht. Ich bin ja jetzt gerade, theoretisch bin ich jetzt im 5. Semester, aber ich muss es halt in Leipzig nochmal machen, also ist es jetzt so ein Zwischenjahr. Und ja, Pläne habe ich noch nicht. Vor allen Dingen, wenn ich noch Master machen möchte, habe ich sowieso noch 3,5 Jahre Zeit ungefähr, um mich zu entscheiden, was ich machen möchte. Aber ich denke so, ich will in die Richtung Übersetzung gehen und wenn es ganz gut läuft, wirklich in die Richtung Spielübersetzung, Videospielübersetzung. Das wäre halt so mein größter Traum jetzt im Moment. Aber ich weiß nicht, wie leicht oder schwer das ist, in die Branche da reinzurutschen. Deswegen, das ist so mein Ziel, wo ich gerne hingehen möchte. Dafür muss ich auf jeden Fall mein Japanisch noch verbessern. Ja, das wäre schon schön, wenn man irgendwann mal da landen würde. Die andere Option wäre halt in Richtung irgendwie Lehrermäßiges zu gehen, weil mein Zweitfach ist ja halt Deutsch als Fremdsprache. Und ob man da irgendwie Deutsch lehrt in Japan und so weiter. Dazu werde ich irgendwie später noch kommen, da waren auch einige Fragen. Ja, ich hoffe, ich rede mich hier nicht im Kopf und Kragen. Ich muss mir vielleicht ein bisschen schneller mit den Fragen durchgehen. Aber man kann so viel zu erzählen zu den Fragen, das ist interessant. Aber ja, das sind so meine groben Pläne für mein Japanologiestudium oder was ich danach machen möchte.
Die nächste Frage ist von Marie und sie fragt: Thema Essen. Bist du schon auf seltsames, sehr creepy Lebensmittel gestoßen, von denen du ja am besten Willen nicht erklären konntest, was sie sein sollen und was da drin ist? Ja, tatsächlich. Wenn man so im Supermarkt durch die reingeht und ich kann halt nicht so viel lesen. Und du fragst dich manchmal schon so, irgendwie sieht das bekannt aus. Aber du weißt nicht, ob das wirklich das ist, was du denkst und du willst es nicht mitnehmen und so weiter. Aber komische Lebensmittel habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich kann jetzt nichts Spezielles sagen, aber man sieht schon das öfter mal so Dinge, wo man so denkt, hä, was ist das jetzt? Wozu ist das gut? Und so weiter. Deswegen ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil man halt vieles nicht lesen kann oder nicht entziffern kann. Da ist man doch schon so ein bisschen auf Abstand. Deswegen kaufe ich auch nicht so viel extravagante Sachen hier. Sondern bleibe ja so bei Dingen, die ich auch kenne, wo ich auch weiß, was es ist. Ja, also man sieht schon das öfter komische Lebensmittel hier. Als nächstes zwei Fragen von Jenny. Einmal fragt sie, wie ist die Uni allgemein? Verstehst du viel? Wie teuer ist die Uni? Beziehungsweise wie viel gibst du monatlich für Verpflegung aus? Wieder die Frage Verpflegung. Die Uni allgemein finde ich hier, hatte ich ja glaube ich schon in einem Video gesagt, zum Unterricht. Die Uni gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Lehrer sind alle sehr nett und so weiter, sehr hilfsbereit. Die Uni ist auch sehr groß. Also wenn man irgendwo hin muss, muss man erstmal gucken, wo man genau hinlaufen muss. Weil der Campus ist wirklich riesengroß, weil irgendwie alle Fakultäten auf einem Platz sind. Nicht so wie in Leipzig, wo die irgendwie in der Stadt verteilt sind. Deswegen, das ist ein bisschen unübersichtlich manchmal. Aber an sich gefällt mir die Uni eigentlich ganz gut. So, der erste Frage. Verstehst du viel? Zumindest das, was ich verstehen soll, verstehe ich eigentlich meist. Ansonsten frage ich meine Tutorin oder irgendwie jemanden anders, der vielleicht besser Japanisch versteht als ich. Wie teuer ist die Uni? Für mich kostet die Uni tatsächlich keinen Cent, weil die Austauschstudenten, die dafür nach Deutschland kommen, halt unsere Studiengebühren bezahlen, was sehr gut ist. Ich weiß nicht, wie diese Regelung zustande kam, aber ja, das ist sehr praktisch, muss man sagen. Ja, monatlich für Verpflegung ausgeben, wie gesagt, kann ich schlecht sagen. Aber ich würde ungefähr trotzdem so schätzen, dass es so viel ist wie in Deutschland. Also nicht viel anders. Ihre zweite Frage war, werde voraussichtlich im dritten Semester auch einen Auslandsaufenthalt in Japan machen. Hat sie noch gesagt. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und sie fragt, Tokio, Kyoto oder Osaka? Sehr schwer, weil ich bisher nur in Tokio war. Aber wenn ich so wählen müsste, würde ich tatsächlich Kyoto sagen, weil das so die Stadt ist, die mich am meisten interessiert und die ich hoffentlich spätestens nächstes Jahr in den Frühlingsferien besuchen kann. Also Kyoto, jetzt so aus dem Bauch heraus. In die nächsten ein paar Fragen von Kusakawa. Ich weiß nicht, ob das Kusakave ausgesprochen wird. Kusakawa, wahrscheinlich Kusakawa, wenn es irgendwas Japanisches angelehnt ist. Er fragt, wie ist das Wetter aktuell? Das Wetter ist tatsächlich sehr wechselhaft. In Deutschland habe ich schon gesehen, dass es schneit und es gar nicht mehr so warm ist. Also nur noch so an die 5 Grad oder so. Hier in Japan schwanken die Temperaturen von frühs manchmal minus 2, 3 Grad bis tagsüber manchmal über 10 Grad. Also die Temperaturen sind sehr schwankend hier und das wird mal wieder, es gibt eine Woche, da ist mal wieder wärmer, eine Woche war es mal wieder kälter. Es ist sehr anstrengend, muss ich tatsächlich zugeben. Es beeinflusst mich zwar jetzt nicht so stark, ich bin da nicht so anfällig für, aber irgendwie, ich wünsche mir doch langsam, dass mal der Winter so richtig kommt und nicht diese schwankenden Temperaturen zwischen irgendwie noch so ein bisschen Herbst und so ein bisschen Winter. Es ist ein bisschen blöd, aber ja, ich denke mal, der Winter wird dann doch schon so langsam kommen und hier soll es ja auch eigentlich sehr viel schneien, aber bisher habe ich noch nicht so viel gesehen von dem Schnee. Gerade ist übrigens schöner Sonnenschein draußen. Sehr schönes Wetter. Aber heute gehe ich nicht raus, weil heute Friendly Fire ist. Was bei mir um 23 Uhr anfängt. Aber für euch ist das wahrscheinlich schon rum, weil das Video wird wahrscheinlich ein paar Tage später kommen. Wie klappt es generell mit dem Einkaufen, vor allem bei Lebensmitteln? Kannst du dir ruhig ohne großes Wissen zu schnappen und sollst du vorher gründlich informieren? Ja, darüber hatte ich ja gerade schon geredet. Deswegen habe ich die Frage ein bisschen schneller vorgelesen. Dass ich halt, ja, nicht so viele Dinge lesen kann und mir so denke, ja, irgendwie sieht das bekannt aus, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich mitnehmen soll. Deswegen, man sollte sich informieren oder vielleicht, was halt gut ist, wenn man Internet unterwegs hat, mit Google-Übersetzer kann man halt Dinge abfotografieren und damit dann halt übersetzen, was halt ganz praktisch ist. Ansonsten, ja, es geht. Also man sieht schon bekannte Dinge, die man eigentlich ohne große Umschweife mitnehmen kann, aber bei einigen sollte man vielleicht sich vorher informieren, weil man weiß trotzdem nicht, was drin ist. Die letzte Frage von ihm ist, wie ist die Atmosphäre so? Eigentlich ganz gut, also ich fühle mich hier tatsächlich wohl. Es ist halt nicht Deutschland und ich muss trotzdem sagen, egal wie sehr ich Japan liebe, Deutschland ist mir trotzdem immer noch lieber und das merke ich jetzt schon nach irgendwie ja 2,5 Monaten, die ich hier bin. Oh, aber trotzdem, ich fühle mich eigentlich wohl hier und die restlichen
8-9 Monate werde ich jetzt auch noch rumkriegen. Das geht sowieso schneller rum, als ich denken kann. Aber an sich Atmosphäre eigentlich ganz gut. Gefällt mir sehr gut. Ist ein bisschen beschaulicher als in Leipzig, finde ich trotzdem. Wahrscheinlich, weil wir so eine kleine Gruppe sind, auch in dem Unterricht und so weiter. Und weil man halt nicht so viele Leute kennt. Aber an sich gefällt es mir eigentlich ganz gut hier. Die nächste Frage von Rollifahrer Mike, eine sehr lustige Frage. Sind die Japaner wirklich so klein? Und tatsächlich, es kommt drauf an. Also ich glaube jetzt die neuen Generationen, ich glaube die werden schon immer größer und immer größer, die Japaner. Aber an sich sind sie, glaube ich, im Durchschnitt immer noch ein bisschen kleiner als wir. Und auch ich bin im Gegensatz zu manchen Japanerinnen, vor allen Dingen auch. In Deutschland bin ich immer eher recht klein mit meinen 1,67, 66 ungefähr. Aber hier stelle ich doch schon raus, weil ich doch schon ein bisschen größer bin als so manche andere hier. Ist immer ganz lustig zu sehen. In Deutschland bin ich so klein, hier in Japan bin ich doch immer mit die Größte. Elena fragt, tatsächlich eine Frage, die ich auch das öfter mal bekommen habe, auch mit wie viel du schon ausgegeben hast. Ja, was hast du schon alles gekauft? Ja, das kann ich ja zeigen. Da hinten sieht man schon das eine Pikachu, was da liegt. Ja, wenn wir jetzt so von Merch-Dingen ausgehen, einmal dieses Pikachu, was schläft, was sehr süß ist. Dieses Pokémon, von dem ich immer den Namen vergesse, aber ich fand es sehr, sehr süß. Die sind allgemein, die Plüschis sind alle vom Pokémon Center oder Pokémon Store. Und die haben so eine gute Qualität. Also, wenn ihr wirklich nach Japan kommt und Pokémon-Fans seid oder so, wirklich die vom Pokémon Center kaufen, auch wenn sie ein bisschen teurer sind. Aber die haben wirklich eine super Qualität, muss ich sagen. Die gefallen mir wirklich sehr gut. So, die beiden Kuscheltiere. Und dann habe ich noch das hier. Dieses wunderschöne Weihnachts-Pikachu, was im Moment im Pokémon Center so als Special ist. Und das habe ich tatsächlich auf Amazon bestellt. Ich habe das gesehen, dachte mir so, ich muss das kaufen. Meine einzige Weihnachtsdekoration. Und der hat hier oben auch eine Glocke, die die ganze Zeit klingelt. Finde ich sehr, sehr süß. Das gefällt mir. Und auch die Qualität, wie gesagt, von den Pokémon Center Plüschtieren, die ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Mal durch meine Schubladen wühlen, was man sich noch gekauft hat. Die ersten drei Bände von Naruto auf Japanisch. Mal kurz reingucken, damit ihr seht, dass es wirklich japanisch ist. Bin ich tatsächlich noch nicht dazu gekommen zu lesen. Auch weil die Schrift manchmal sehr, sehr klein ist und ich mich trotzdem konzentrieren muss, irgendwie es richtig lesen zu können, auch wenn das Japanisch in Mangas immer sehr einfach ist. Und dann habe ich mir noch gekauft, jetzt muss ich meine andere Schublade aufmachen, die ersten drei Bände von den One Piece Colorwalk Artbooks. Weil die in Deutschland zu bekommen, ist übelst teuer. Und hier in Japan für die ersten drei von sieben, wo ich mir eigentlich die restlichen vier auch noch holen möchte, haben, glaube ich, so viel gekostet wie eins in Deutschland. Deswegen, ja, ich glaube, die haben alle nur so 10, 12 Euro gekostet. In Deutschland muss man dafür, glaube ich, 30 Euro bezahlen, um die bei Amazon oder so zu bestellen. Deswegen, ja, und ich bin sowieso ein Fan von Artbooks und Fan von One Piece und wollte die Colorwalk-Bücher mir schon immer mal kaufen und dachte mir so, dann schlage ich halt mal hier in Japan zu. Ich muss nur gucken, wie ich die vor allen Dingen irgendwie nach Deutschland zurückbekomme, weil die übelst schwer sind. Und wenn ich mir noch die restlichen vier davon kaufen will, muss ich mir, glaube ich, was überlegen. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwer. Aber ansonsten habe ich mir nicht wirklich noch was gekauft. Noch ein Kissen und eine Decke, die noch auf meinem Bett liegen. Aber ja, das sollte kein Problem sein, die irgendwie nach Deutschland zu bekommen. Vor allem, wenn ich diese, glaube ich, im Handgepäck mitnehme als irgendwie Kuschelding für den Flug, sollte das, glaube ich, kein Problem sein. Ja, noch zwei Fragen von Paula. Die eine ist, fällt es dir leicht, normal, so normal wie möglich zu leben? Tatsächlich ja, das hatte ich ja schon beantwortet, dass mein Alltag halt sehr dem in Deutschland ähnelt und deswegen es mir eigentlich sehr leicht fällt, hier auch zu leben. Einige Dinge vermisst man trotzdem schon, wie Familie oder so, dass man mal nach Hause fahren kann zu den Eltern, Geschwister oder so weiter, dass ich meinen Freund mal wieder in echt sehe. Oh, meine anderen Freunde in Deutschland, deswegen, das ist schon, ist, glaube ich, das, was ich am meisten vermisse und auch so die bekannte Umgebung in Deutschland, wo man halt weiß, wo man hin muss, wenn irgendwas ist. Und in Japan ist man, glaube ich, erstmal aufgeschmissen, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Deswegen, aber ansonsten fällt es mir eigentlich doch recht normal. Was mich noch stört, ist halt die Zeitverschiebung nach Deutschland. Die ist halt ein bisschen blöd. Dass wenn ich irgendwie früh aufstehe, die Leute in Deutschland schlafen gehen und so weiter. Das ist ein bisschen blöd. Mit dem Timing, aber ja, daran gewöhnt man sich auch und das ist, glaube ich, das, worauf ich mich am meisten freue, wenn ich in Deutschland wieder zurück bin, dass ich einfach nicht 8 Stunden in der Zukunft lebe oder halt 7 oder 8 Stunden, je nachdem, nach der Uhrumstellung in Deutschland. Das ist für mich so das immer noch das Problematischste mit der Kommunikation nach Deutschland und so weiter, mit der Zeitverschiebung, aber ansonsten kann ich mich hier eigentlich nicht beschweren.
Die zweite Frage von ihr war, was ist meine japanische Lieblingssüßigkeit? Kann ich bisher noch nicht wirklich sagen. Ich habe noch nicht so viel ausprobiert und vieles, was ich hier esse, ist gleich dem in Deutschland eigentlich so wirklich. Zum Beispiel hier solche, kann ich hier nochmal gucken, solche Schokoladenküchlein, sowas gibt es halt in Deutschland auch. Tatsächlich habe ich die auch nur gekauft, weil ich dachte, oh, die sehen aus wie Dinge, die ich in Deutschland kenne. Die muss ich kaufen. Oder Baumkuchen zum Beispiel gibt es hier in Japan. Die Japaner sind ja sehr abgefahren auf Baumkuchen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also ich kann mich nicht festlegen und ich bin sowieso nicht so der Süßigkeitenfreund, auch wenn ich gerade so meine Süßphase habe, wo ich alles nur esse, was süß ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass Weihnachten kommt. Aber ja, ansonsten kann ich mich nicht festlegen. Vielleicht sollte ich mal mehr Sachen ausprobieren. Ansonsten, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendeine Süßigkeit kennt aus Japan, die ich ausprobieren soll, essen. Ich bin gespannt. Dann fragt, sie hat keinen Namen. Also ihr fragt auf jeden Fall in Bezug auf Reisen. Wann musst du deine erste Reise in eine andere japanische Stadt machen? Habe ich übrigens schon. Ich bin nach Nagano und Ueda gereist, die zwei größeren Städte hier in der Nagano-Präfektur. Und welche willst du unbedingt besuchen? Das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, dass ich Kyoto besuchen möchte. Aber meine nächste größere Reise oder wirklich erste große Reise wird nach Nagoya gehen, wo ich nämlich meine liebe Freundin, die jetzt auch ein Auslandsjahr hier macht in Japan, die in der Aichi-Universität studiert und die werde ich dann endlich mal nach unglaublichen 4 Monaten wiedersehen. Und da freue ich mich echt drauf. Ich werde, jetzt, wenn unsere Winterferien anfangen, am 28. bis zum 2.1. nach Nagoya fahren. Und das Hotel ist auch schon gebucht und ich freue mich sehr drauf, auch dort den Jahreswechsel verbringen zu können und nicht ganz alleine zu sein. Darauf freue ich mich sehr und auch mal eine andere Stadt zu sehen. Das wird schon ein Erlebnis. Ich freue mich sehr drauf. Dann fragt ein anderer Max, hast du schon so eine Erdbebenübung mitgemacht? Tatsächlich nein, aber wir hatten schon im Unterricht bei einer Lektion in unserem Lehrbuch das Thema Erdbeben und halt wie man sich verhalten und soll und so weiter. Und bisher tatsächlich in den 2,5 Monaten, die ich in Japan bin, habe ich noch kein einziges mehr Erdbeben erlebt. Ich fand es ein bisschen schade, ich würde gerne mal wissen, wie sich das so anfühlt, also jetzt kein mega starkes, aber zumindest schon mal, wenn so ein bisschen was anfängt zu wackeln. Ich fände es schon mal lustig, das mitzuerleben. Wahrscheinlich würde ich in Panik verfallen, aber ansonsten... Erdbebenübungen direkt nicht gemacht, aber ich wüsste zumindest, was ich machen soll. Zum Beispiel halt Fenster und Türen aufmachen, dass halt sich nicht irgendwas verkeilt oder so, dass wir halt die Türen nicht mehr aufkriegen. Dass man sich halt, wenn es wirklich zu schlimm ist, unter einen Tisch versteckt oder ich glaube sogar ins Freie gehen, ist glaube ich das Beste, was man machen kann. Damit halt nicht irgendwas auf den Kopf fällt oder so, irgendwie Decke oder so, die einstürzt. Aber ich glaube, so schlimm in der Region, in der ich hier bin, recht zentral in Japan, passiert nicht so viel, was mit Erdbeben zu tun hat. Deswegen ist es eigentlich ganz sicher hier, aber irgendwie würde ich schon gerne mehr erleben. Irgendwie habe ich einen Reiz dafür. Ja, die Frage hatten wir auch schon. Ich überspringe jetzt auch einige Fragen. Also falls ich nicht eure Frage vornehme, wurde die in irgendeiner Form wahrscheinlich schon beantwortet. Oder ihr stellt es einfach nochmal in die Kommentare. Ach, von Milo Gaming habe ich noch eine Frage, die hatte ich, glaube ich, aber schon mal beantwortet. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, in Japan zu studieren, oder was? Oder was immer du machst? Ja, ich studiere tatsächlich und ja, einfach um halt meinen Horizont zu erweitern, um vor allen Dingen auch in Japanisch besser zu werden, was ich jetzt tatsächlich schon merke, dass ich halt zumindest, wenn ich rede, halt ein bisschen mehr auf Japanisch rede und auch mit meiner Tutorin zum Beispiel. Habe ich anfangs nur auf Englisch geschrieben und jetzt mittlerweile versuche ich immer nur auf Japanisch zu schreiben. Und ja, deswegen wollte ich halt in Japan studieren, einfach um ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, weil ich sonst immer so bin, ja, ich bleibe lieber zu Hause, mach nichts. Bis jetzt, ich kann auf jeden Fall sagen, egal wie gut oder schlecht meine Erfahrungen hier sein werden, es hat sich definitiv gelohnt. Und ich sag zu viel und wieder, das muss ich wieder rausschneiden immer. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund dafür. Eigentlich muss der Grund obvious sein. Dass man halt mehr lernt hier, als ich in Deutschland jemals könnte. Vor allem, weil ich hier mich auch viel mehr auf Japanisch verständigen muss. Und halt Japan die ganze Zeit um mich herum habe. Deswegen wird es auf jeden Fall in den nächsten 8-9 Monaten. Ich sehe jetzt schon Verbesserungen und ich hoffe, dass sich die Verbesserungen auch in den nächsten 8-9 Monaten noch zeigen werden. Dass ich vielleicht auch keine Angst mehr haben muss, meine Prüfungen in Deutschland nicht mehr schaffen zu können und so weiter. Dass ich jedes Mal da sitze, ich schaffe meine Prüfung nicht, ich muss zur Nachprüfung und bla bla bla. Es ist immer so, das möchte ich eigentlich wegbekommen, sodass ich irgendwie sicher bin, dass ich die Prüfung schaffe. Und dass halt sich mein Japanisch verbessert, dass ich mehr von der Welt sehe, neue Leute kennenlerne und so weiter. So ein bisschen aus mir rauskomme. Ich werde zwar immer noch introvertiert sein wie sonst was und das wird sich auch, glaube ich, nie ändern, einfach weil ich so bin. Aber dass ich da schon ein paar Fortschritte mache und deswegen ist das Studium auch ganz gut. Und ich hatte jetzt eigentlich auch keinen Punkt irgendwie, seitdem ich mir in den Kopf gesetzt habe, Japanologie zu studieren, hatte ich eigentlich keinen
Punkt irgendwie ja, den Gedanken, ich möchte das Auslandsjahr nicht machen. Ich hatte immer im Kopf, ich möchte das Auslandsjahr machen, einfach weil es eine Erfahrung ist, die man, glaube ich, sonst so nirgends herbekommen kann. Ich glaube, das waren sogar jetzt alle Fragen. Ansonsten, ich gucke nochmal schnell durch, ob ich noch irgendwas finde, was man noch beantworten könnte. Weil ich glaube, das Video an sich ist auch schon recht lang. Meine Audacity-Anzeige zeigt über 30 Minuten an. Von daher ist es, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ich lege mein Handy mal weg. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, gerne in die Kommentare stellen oder auf Twitter oder so. Da bin ich immer erreichbar und ihr könnt immer gerne Fragen stellen. Ich beantworte ja so gut wie alles. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was ich sonst noch so sagen könnte. Zum Kanal selbst. Ja, Witcher läuft tatsächlich immer noch. Das läuft so, mal kommt es eine Woche, mal kommt es wieder nicht. Je nachdem, wie viel Zeit und Lust ich habe, was Uni betrifft. Und ja, mein Gemüt. Panik, ja, das ist so eine Sache für sich. Ich glaube, dazu, wenn das nächste Panikvideo irgendwann mal kommen soll, werde ich dazu mal davor kurz eine Ansage machen. Was dieses Thema betrifft, das würde ich jetzt hier nicht, ja, breittreten. Und ja, Japan-Vlogs, ich möchte gern tatsächlich mehr machen, aber es ist halt immer so, dadurch, dass mein Alltag halt ungefähr gleich ist wie in Deutschland, habe ich auch ungefähr die gleiche Zeit, die ich in Deutschland habe und manchmal sogar noch weniger. Da fällt mir sogar eine Frage noch ein, die ich nicht beantwortet habe. Und die muss ich jetzt nochmal kurz raussuchen. Ich finde sie gerade hier nicht unter meinen Tweets, aber es hat es auf jeden Fall jemand gestellt, weil ich mich daran erinnern kann. Ich glaube, die Frage war so ähnlich wie, wenn ich blende sie jetzt hier nochmal ein, weil irgendwo werde ich sie wahrscheinlich noch wiederfinden. Dass halt, wie viele in Japan Deutsch lernen. Und tatsächlich habe ich ja hier so meine paar Nebenjobs, mehr oder weniger. Was halt vor allen Dingen immer Deutsch betrifft. Zum ersten Mal den Deutschsalon, wo halt pro Woche immer mittwochs so, ich glaube, 3 bis 4 irgendwie Deutschländer kommen und halt wir über irgendwelche Themen reden. Dann haben wir letzten Donnerstag der Deutschlehrerin hier, welche auch tatsächlich aus Deutschland kommt, was ich sehr lustig finde. Wir sollten ihr in der Klasse helfen und da haben wir so ein paar Leute, ich glaube, ja, 15, 16 Leute kennengelernt, die Deutsch lernen, die zwar noch nicht so weit waren, wie sie eigentlich sein sollten, aber ja, hier an der Shinjo-Universität lernen doch schon ein paar Leute Deutsch. Also ich würde jetzt schätzen, so ungefähr 30 Mann oder 30 Leute lernen hier Deutsch an der Shinjo-Universität. Also Deutsch ist tatsächlich schon eine recht beliebte Sprache. Einige müssen es halt lernen für ihr Studienfach. Aber einige machen es halt auch aus Interesse. Und wir haben ja auch in Leipzig immer mal wieder Austauschstudenten. Das Wort ist ja schwer auszusprechen. Aus Japan, deswegen. Einige interessieren sich hier doch schon für Deutsch, deswegen. Ja, und ich bin, oder wir sind da auch ein bisschen involviert, um halt denen ein bisschen Deutsch näher zu bringen und auch so hier und da mit ihnen zu reden, Tandem zu machen, damit sie ein bisschen ihre Aussprache und ihr Sprechen allgemein verbessern. Deswegen, einige lernen ja schon Deutsch und es ist immer wieder schön zu sehen, den Leuten auch ein bisschen helfen zu können. Das mag ich tatsächlich persönlich sehr. Aber ja, ich glaube, das war's mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Ansonsten, das nächste Video, weiß ich nicht, über was das geht, werde ich mir noch überlegen. Aber ja, bis dahin, Leute. Macht's gut und ciao.